Was sind die wesentlichen Learnings aus den Inflationszahlen, die heute am 10.04. auf den US-Markt getroffen sind und ihn deutlich erschüttert haben? Naja, wir haben jetzt im Januar, im Februar steigende Inflation in den USA gesehen, und nachdem man 2022 so die und 2022 die Inflation der Güter gesehen hat, 2023 aber so Disinflation, scheint es so, als kommt die Inflation zurück. Und das, was einige noch abgetan haben als ein zwischenzeitlicher Hügel auf der Straße quasi, Bump on the Road, wie die Amerikaner so schön sagen, scheint nicht nur ein Hügel zu sein, sondern eine deutliche Steigerung und ein Trend bei den Inflationszahlen. Und die Zinssenkung, die man sich so sehr gewünscht hat für 2024, die rücken in weiter Ferne. Juni-Termin ist mit den Zahlen definitiv passé. Und ja, auch die Stimmen mehren sich, die sagen, 2024 wird es gar keine Zinssenkung mehr in den USA geben. Ob das so schlecht ist für die Börse, wollen wir gleich in diesem Video auch uns anschauen. Erstmal werfen wir überhaupt einen kleinen Blick auf die Inflationszahlen, wie sie denn gekommen sind. Also wir sehen hier 3,5 nach 3,4 erwartet, und vorherig waren wir bei 3,2. Das heißt, wir sind mit der Inflation gestiegen. Jetzt kann man sagen, na gut, schau doch mal bitte auf die Energiepreise. Öl ist nach oben, das ist doch logisch. Also machen wir excluding Lebensmittel und Energie. Na, und hier sind wir auch 3,8. Das ist eine sticky, klebrige Inflation, das heißt eine Inflation, die bleibt, die weit entfernt ist von den Zielen, die die Fed hat. 2%, das kann man irgendwie verkraften, aber 3,8 ist zu hoch, und in der Umfrage hat man wenigstens gehofft, dass es auf 3,7 geht. Das war nicht der Fall. Ja, solche Inflationsreadings, die tun einfach dem Markt weh. Und wenn wir mal einen Blick drauf werfen, also auf diese Inflationszahlen, also wenn wir mal ein bisschen genauer hineingehen und einen Blick drauf werfen. Wie sah es aus? Wir hatten hier bei den Gütern, hatten wir, ich mache es mal gerade groß, bei den Gütern hatten wir ja 2022 nach Corona diese Inflation, die wirklich aufgrund von Lieferengpässen da waren, aufgrund von Produktionsumstellungen. Das ist dann aber alles verschwunden in 2023, und da war man optimistisch, dass das dann auch in 2024 mit den Dienstleistungen, mit den Kerndienstleistungen passieren wird. Aber nichts da. Ihr seht hier diese orangen Pfeile, das sind die Kerndienstleistungen, das bleibt weiter oben, und das haben wir schon bei den Arbeitsmarktdaten gesehen. US-Wirtschaft läuft einfach. Und was heute so ein bisschen übersehen wurde in diesem Ganzen, schaut euch mal bitte an, hier Baugenehmigungen. Nach 13,5, gut, da haben wir saisonale Effekte drin zum Frühjahr, aber sind wir jetzt im März mit 9,3 auch richtig über den Erwartungen von 4,5. Und man kann einfach eins sagen, die Schuldenmaschine, die Joe Biden angeschmissen hat, um die Wirtschaft nicht in eine Rezession rutschen zu lassen, bevor es zur Wahl kommt, die läuft, aber das geht eben auch auf Kosten der Preise, die kommen nämlich nicht runter, und das ist dann eben so der Fall, wenn die Preise nicht runterkommen, müsste eigentlich die Fed hier die Zinsen erhöhen, das tut sie nicht, wenn die Inflation runterkäme, könnte sie sie senken, tut sie aber auch nicht, denn es ist ja so, die Wirtschaft läuft heiß oder die Wirtschaft läuft. Und jetzt kommen wir so ein bisschen mal so zu den guten Nachrichten, die dabei sind, weil man muss eins sagen, die Zahlen, die sprechen eben auch eine klare Sprache. Ja, wir haben Inflation in den USA. Ja, wir haben auch restriktive Finanzbedingungen. Aber trotz diesem ganzen Paket haben wir ja eine US-Wirtschaft, die gerade läuft. Und letztendlich ist es eine Frage der Gewinne, die gemacht werden, der Unternehmen, und nicht eine Frage der Inflation, was der Aktienmarkt macht, und auch nicht eine Frage der Zinsen. Die Zinsen sind immer ein Konkurrenzprodukt zu den Unternehmen. Logischerweise kannst du am Zinsmarkt 4% sicher bekommen, oder gehst du an den Aktienmarkt und gehst du da ins Risiko. Aber wenn die Wirtschaft läuft, dann ist es dieses Risiko eben wert, und somit ist weiterhin der Markt in einer Korrekturphase und natürlich geschockt durch diese Inflationszahlen, aber das ist jetzt nicht irgendwo, dass es einen riesen Schaden nimmt. Und wir müssen auch eins noch sagen, selbst wenn es in 2024 keine Zinssenkung gibt und wenn die Zinsen weiter oben bleiben, das monetäre Umfeld, wenn wir es insgesamt betrachten, also wenn man, es gibt ja von Goldman Sachs ein Financial Conditions Index, also wie sind die finanziellen Bedingungen, und da müssen wir sagen, dieser Financial Conditions Index, der ist schon seit Sommer 2023 eher auf lockere finanzielle Bedingungen. Das liegt eben daran, dass trotz höherer Zinsen hat die Fed ja noch viele andere Instrumente, und auch die Banken und der Aktienmarkt, das sind ja alles finanzielle Bedingungen, die da reinspielen, die günstig sind für die Wirtschaft und die
ja, den, die dann letztendlich dazu führen, dass wir ein Wirtschaftswachstum sehen. Und ja, wenn man jetzt mal reinschaut und zum Beispiel auch die Supercore-Inflation anschaut, also Supercore ist sozusagen wirklich ja, das, was extrem hier, also wirklich die Bildung, Freizeit, medizinische Pflegedienste, Transportdienste und so, dann sehen wir ja, ein großer Teil der Inflation, die jetzt zurückkommt, kommt hier aus dem Healthcare-Bereich, medizinische Pflegedienste, Transportdienste, das treibt hier weiter. Und ja, das sind einfach so, ja, Sachen, das hängt extrem auch mit dem Arbeitsmarkt zusammen, und der Arbeitsmarkt boomt, und solange wir so gute Arbeitsmarktdaten sehen, wie wir es auch bei den Non-Farm Payrolls gesehen haben, ja, kann man sich diese hoffen, was man will, die Inflation wird da nicht so schnell zurückkommen. Und das ist auch kein Wunder, dass die Inflation jetzt nicht so schnell zurückkommt. Wenn du so viel Geld im Umlauf hast, wie gerade im Umlauf ist, und wenn dann so viel die Wirtschaft so läuft, ja, wo sollen dann die Preissenkungen herkommen? Preissenkung, also AD, auf den ersten Blick schlechte Nachricht für den Aktienmarkt, auf den zweiten Blick aber eine richtig gute Nachricht für den Markt. Und für all die, die in diesem Bullmarkt noch nicht eingestiegen sind, hat vielleicht mit dem April eine Korrektur begonnen, aber diese Korrektur wird wahrscheinlich nicht das Ende des Bullmarktes sein, sondern die wird wahrscheinlich einfach eine gute Möglichkeit sein, nochmal in diesen Bullmarkt einzusteigen. Denn sagen wir mal ganz ehrlich, was wollen wir uns wünschen? Wollen wir uns wünschen, dass die Wirtschaft, die US-Wirtschaft einbricht, dass sie in eine Recession kommt? Dann sehen wir zwar Zinssenkung, aber das wird mit dem Aktienmarkt auch nicht nach oben gehen, sondern was man sehen möchte, ist dieses positive Szenario, Wirtschaftswachstum und Inflation einigermaßen okay. Wenn die Inflation jetzt ein bisschen höher ist, dämpft das, aber nimmt ja nicht unbedingt die Chance, dass wir in Zukunft wieder nochmal hier in der Preisfront ein bisschen Beruhigung sehen. Ein ganz, ganz anderes Thema und was oder ein ganz anderer Punkt, den diese Inflationszahlen allerdings sagen, und das wird der entscheidende Punkt für diese Woche werden, das haben wir jetzt auch am Euro gesehen, der mit der doppelten Tages-ATR nach unten abgerauscht ist heute, ein krasses Verkaufssignal gegeben hat, und wir sehen es auch an einem Spread der zweijährigen Zinsen Europa minus den Amerikanern, der sich heute massiv zugunsten der Amerikaner ausgeweitet hat. Und das ist der wichtigste Indikator, wenn es darum geht, wohin geht die Währung. Da müssen wir sagen, komm, seien wir ehrlich, also im Juni wird die FED die Zinsen nicht senken. Wahrscheinlich vielleicht sogar in 2024 nicht. Und morgen haben wir die EZB, und der Markt erwartet von der EZB, dass die EZB hier Zinssenkungen vorbereitet, bereits im Juni. Und damit kommen wir in eine Situation, die ja nicht synchron ist mehr. Also wir hatten ja eine synchrone Notenbankpolitik, wo die Notenbanken sich eigentlich alle gleich verhalten haben. Das heißt also, entweder zusammen die Zinsen erhöht haben oder zusammen auf einem hohen Niveau geblieben sind. Und es kann sein, dass die EZB hier vor der FED den Move macht. Und das würde den Euro quasi zerstören, hört sich so brutal an, aber Richtung Parität bringen können. Und das ist definitiv drin, wenn wir die Zinsdifferenzen uns hier anschauen und wenn dieser Trend jetzt sich tatsächlich so offenbart, dass die EZB den ersten Schritt macht, während die FED noch on hold bleibt. Ich blende euch mal ins Chart ein. Die Profis haben das schon gerochen. Das sind hier Commitment of Trader Long Positionen der professionellen Investoren. Die sind massiv seit Dezember abgebaut worden, und das eben aus dem Grund, weil man eben schon diese Zinsdifferenzen im Auge hatte und gesehen hat, dass wir hier in unterschiedliche Richtungen gehen. Amerika boomt, Zinsen bleiben oben, Europa schwächelt, Zinsen könnten runterkommen, und dann wird das Geld, das ist das Keynes-Zinsparitätentheorem, wird das Geld da angelegt, wo es die höhere Rendite gibt, das ist in den USA, und ja, dann geht eben das Geld raus aus der Eurozone rein in den US-Dollar, und das wird den US-Dollar stärken. So. Was wir die ganze Zeit noch nicht gesehen hatten, war der Startschuss für dieses Szenario. Wir hatten zwar gesehen, dass der Euro und US-Dollar immer so in so einer Range hin und her gegangen sind, aber es fehlte so der Startschuss. Und das könnte tatsächlich heute der Tag sein, wo die Abwärtsbewegung am Pfad aufnimmt, wo sie beginnt Richtung Parität. Weil, wie gesagt, fundamental haben wir hier einen entscheidenden Treiber. Der muss morgen durch die EZB bestätigt werden. Aber wenn das der Fall ist, ja, dann haut die EZB sozusagen den ersten Sargnagel in oder einen weiteren Sargnagel in den Euro hinein, dass wir Richtung Parität hier gehen, wenn sie hier
für eine lockere, nicht für eine lockere, doch für eine lockere Zinspolitik spricht, eben für Zinssenkungen. Und das ist morgen der Fall. Technisch gesehen, wenn wir heute auf diesem Niveau schließen, gab es ein Verkaufssignal mit doppelten ATR-Tag, der dann eben auch hier für dieses Paritätsszenario spricht. Ist auf jeden Fall eine interessante Wette, die man jetzt als Trader hier eingehen kann, weil das Risiko nach oben relativ gering ist. Fundamentalen Daten sprechen dagegen, Stoppkurse sind klar definiert und das Ziel ist wirklich attraktiv. Ne? Wir sind im Bereich von 1,08, haben wir ungefähr 8 Cent Chance, die der Markt im nächsten halben Jahr, ne, das ist kein Daytrade oder so, machen kann, wenn es dann nach unten geht. Interessanter Fakt noch an wenn wir uns den Goldmarkt anschauen, Goldmarkt heute auch mal unter Druck und eigentlich ist Gold ja so ein Inflationshedge. Und man müsste sagen, bei höheren Inflationszahlen müsste Gold ja eigentlich dann auch nach oben gehen. Aber Gold war eben die Wette auch auf sinkende Zinsen. Und jetzt mit den höheren Zinsen gibt es hier eine Korrektur, ist aber auch nicht das Ende des Bullmarktes in Gold. Insbesondere wenn wir sehen, wie krass die Zentralbanken wieder einsteigen im Goldmarkt in den letzten Wochen. Auch hier gab es massive Käufe, das heißt, wo die Zentralbanken zugeschlagen haben, Gold gekauft haben. Das unterstützt den Trend. Gold ist am All-Time-High. Gold geht vielleicht auch mal in eine kleine Korrektur. Aber auch diese Korrektur ist meines Erachtens eher eine Chance, in diesen Bullmarkt weiter einzusteigen, als hier gegen die Bewegung zu gehen. Und ja, letztendlich, die Inflationswetten, die sind zwar in Gold nicht gemacht worden, letztendlich ist Gold natürlich immer auch eine Wette auf steigende Inflation. So, soweit so gut. Ich wünsche euch gute Trades. Bis dann. Bye bye, euer Bierle.